Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Donnerstag, den 3. August. Heute mal wieder in Loris Büro, das Büro der International English Speaking Parish Frankfurt. Und da kommen Leute aus aller Welt hierher, um hier die Dienste der Gemeinde in Anspruch zu nehmen und in ihr auch also sich zu verwirklichen als Christen. Und hinter mir eine Weltkarte, da sieht man so kleine Stecknädelchen drauf und da kommen Leute her, die hier bei der Gemeinde aufgeschlagen sind und von ihr was wollten und für sie was brachten. Also eine tolle Sache. Der Maßstab der Weltkarte ist natürlich riesig und deswegen muss man schon genau hinschauen. Das ist ein so fitzelkleines Stückchen, der Exodus von Ägypten ins gelobte Land. Und so ungefähr in der Mitte dieser kleinen Strecke, die in Wirklichkeit eine große Mühe war, eine Anfechtung, 40 Jahre heißt die symbolische Zahl, die Errichtung des Wüstenwanderheiligtums, des Zeltes, in dem Gott geruhte, mit seinem Volk die Anstrengungen der Wüstenwanderung zu teilen, mit ihm zu gehen, unter ihm zu sein. Die letzten 15 Kapitel des Buches Exodus von 25 bis 40 sind mit ganz, ganz minutiösen Angaben der Errichtung dieses Heiligtums gewidmet. Am Anfang, im 8. Kapitel des 25. im 8. Vers des 25. Kapitels, heißt es programmatisch: Sie, die Israeliten, sagt Gott Mose, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dann werde ich in ihrer Mitte wohnen. Und dann wird das beschrieben und die Weise, wie das beschrieben wird, wenn Sie sich das mal anschauen, ist eine Mischung von faszinierend und ermüdend, das im Detail zu lesen, diesen Bauplan. Das zeigt schon, das kann eigentlich nicht dieses doch sehr bescheidene Zelt. Die Evangelischen nennen das wunderbar poetisch die Stiftshütte. Also das kann eigentlich nicht für die Stiftshütte gewesen sein. Da mischen sich andere Baupläne und Gebäudeerfahrungen hinein und tatsächlich kann man sagen von den Maßstäblichkeiten her, dass es sich hier auch um die Abmessungen des Tempels in Jerusalem handelt. Und das ist nicht zufällig, denn man wollte eine Identität glauben können zwischen dem Heiligtum, in dem Gott wohnte, als man unterwegs war, und dem Heiligtum, in dem Gottes Shechina, Gottes Herrlichkeit anwesend war, als man dann in Jerusalem sich niederließ. Übrigens heißt die Stiftshütte, dieses Zelt der Begegnung zwischen Gott und Menschen, heißt auf Lateinisch das Tabernaculum, so steht es in der Vulgata. Unser Tabernaculum, oft ein Tresor mit goldenen Türen, ist in Wirklichkeit ein Zelt der Begegnung. Mose machte alles so, wie es der Herr ihm geboten hatte, so machte er es. Im zweiten Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, stellte man die Wohnung auf. Mose stellte die Wohnung auf, legte ihre Sockel hin, setzte ihre Bretter darauf, brachte ihre Querlatten an und stellte ihre Säulen auf. Dann spannte er das Zelt über die Wohnung und legte die Decke des Zeltes darüber, wie es der Herr dem Mose befohlen hatte. Dann nahm er das Bundeszeugnis, legte es in die Lade, brachte die Stangen an der Lade an und setzte die Sühneplatte oben auf die Lade. Er brachte die Lade in die Wohnung, spannte den verhüllenden Vorhang auf und verdeckte so die Lade des Bundeszeugnisses, wie es der Herr dem Mose geboten hatte. Dreimal wird das gesagt, er macht es ganz genau so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Dann bedeckte die Wolke das Offenbarungszelt und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Mose konnte das Offenbarungszelt nicht betreten, denn die Wolke wohnte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Immer, wenn die Wolke sich von der Wohnung erhob, brachen die Israeliten auf zu all ihren Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Bei Tag schwebte die Wolke des Herrn über der Wohnung, bei Nacht aber war Feuer in ihr vor den Augen des ganzen Hauses Israel auf all ihren Wanderungen. Also ein Zelt der Begegnung mit dem Herrn, wo man seinen Willen erkunden und seinen Rat hören konnte. Nicht nur Mose durfte hinein, später auch Josua in seiner Nachfolge. Und das Allerheiligste im Tempel von Jerusalem wird dann ein Abbild dieses beweglichen Zeltes.
des wandernden Sinai, so hat das mal ein Rabbiner genannt, sein. Und eigentlich, liebe katholische Mitchristen vor allem, eigentlich sollte es bei uns genauso sein. Ein Tabernakulum in der Mitte unserer Kirchen als Hinweis darauf, dass Gott mit seinem wandernden Volk unterwegs ist. Und wenn wir jetzt auswandern müssen aus den Herrlichkeiten und Behäbigkeiten des 19. Jahrhunderts und ins 21. einwandern müssen, dann wird der Herr uns nicht alleine lassen. Wir müssen nur daran glauben, dass er auch dort ist, wo wir noch nicht sind. Oder dass er auch dort ist, wo es ganz weltlich ist. Oder dass er auch dort ist, wo es uns nicht gefällt. Gott segne und behüte Sie alle.